think that I'm a freak when I'm talking to myself, but it's like I was too weak to be someone else. You could think that I'm a creep when I'm singing all alone, but it's like I couldn't see straight on my own. Yo, servus Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Strong Personality. Ja, ihr habt es vorhin schon gesehen, ich habe hier gerade meine Trainingsziele abgehakt. Das war einmal 160 Kilo Kreuzheben und mindestens 140 Kilo Squat. Ja, 120 Kilo Benchpress wäre auch noch drauf gewesen, die habe ich aber leider nicht geschafft. Und ja, was ich euch damit sagen will, es ist so wichtig, sich Trainingsziele zu setzen. Ja, ich habe mir diese Ziele am 4.01.2016 gesetzt, habe mir gesagt, hey, bis zum Ende des Jahres muss ich mindestens 160 Kilo Kreuzheben schaffen und mindestens 140 Kilo Squat schaffen. Ja, und mindestens 120 Kilo Benchpress, hat leider nicht geklappt, ja. Und ich glaube, ohne die Zielsetzung hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft, weil dann hätte ich einfach so weiter vor mich hin trainiert und hätte gesagt, ja, 150 Kilo reichen eigentlich auch. Und im Endeffekt habe ich es dann am 31.12.2016, war es dann soweit, habe ich die statt 160 sogar 165 Kilo geschafft. Und ja, 140 Kilo Squat geschafft, ja. Also setzt euch immer Ziele mit einer bestimmten Deadline, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, dass ihr die erreicht. Und ja, das ist eigentlich das ganze Video. Ist mega kurz. Ich wünsche euch viel Spaß beim Training. Schreibt es mal in die Kommentare, was sind eure Kraftwerte. Also nächstes Jahr auf jeden Fall muss da die 200 fallen. Und ja, Benchpress muss ich noch ein bisschen hochbringen. Ja, schreibt es mal in die Kommentare. Viel Spaß beim Training. You gotta put your past behind you. Look, kid, bad things happen and you can't do anything about it, right? Wrong! When the world turns its back on you, you turn your back on the world.